Heute wollen wir euch mal einen Campingplatz vorstellen, der zu Bodenwerder gehört. Und zwar Bodenwerder ist das Münchhausenland. Da ist der Geburtsort von Münchhausen, Wohnort von Münchhausen. Die historische Altstadt haben wir vorhin schon uns angeschaut. Super schön. Direkt hier vorbei führt auch der Werder-Weser-Radweg. Alleine das ist schon Grund genug, um hier mal einen Besuch abzustatten. Und jetzt wollen wir euch ein bisschen den Campingplatz vorstellen. Gaststätte Himmelspforte. Frühstück, Mittagstisch, Kaffee, Kuchen. Dort ist auch die Anmeldung für den Campingplatz. Und dort ist schon die Zufahrt. Campingplatz Himmelspforte. Himmelspforte ist entstanden. Der Name beruht auf den Abschnitt der Weser hier, als es noch keine Flusskilometerangaben gab. Da haben die Weserschiffer diesem Abschnitt den Namen Himmelspforte gegeben. Das ist die Zufahrt zum Campingplatz. Und gleich hier links ist die Gaststätte zur Himmelspforte. Dort ist auch die Anmeldung drin. Sehr schön gemacht, dieser Bilderbaum hier. Ja, hier gibt es auch für Herbst oder Winter. Super schön, Raum, ideal auch für Gruppentreffen, kann man sogar noch vergrößern, mit Kamin, mit Theke. Und das ist die Anmeldung. Ja, und hier ist er, der Baron von Münchhausen. Aber super schöne Sitzmöglichkeiten hier draußen, direkt vor der Gaststätte. Wie man sieht, alles sogar überdacht. Also ganz klasse, echt super hier. Die Zufahrt und da ganz unten hinter dem weißen Fahrzeug, da ist schon die Weser. So, das hier ist das erste Waschhaus, gleich vorne an der Rezeption. Dazu muss man sagen, es ist schon etwas älter, nicht ganz so modern, aber 100% sauber. Absolut top. Na, Toiletten müssen wir euch ja nicht extra zeigen, ne? Alles sehr, sehr gepflegt hier. Hier gibt es Abwaschräume, natürlich Entsorgung, auch Waschmaschine, nach Campingplatz halt, ne? Ja, jetzt sind wir runter auf dem Weg zur Weser. Hier ist auch ein kleiner Hafen, also ideal für Camper, die auch ein Boot haben oder nur ein Kajak oder Schlauchboot oder so. Dafür ist es natürlich wirklich ideal. Und wenn man hier so sieht, wie das hier so aussieht und was hier so los ist, alles riesengroße Wiesen, unparzelliert, wirklich schön. Jeder kann sich Platz nehmen, so viel wie er braucht. Ja, nochmal eine Karte, Campingplatz Himmelspforten. So, und hier ist diese Slipanlage, die Bootslipanlage. Ja, Hafen. Hier kann jeder sein Boot zu Wasser lassen. Ja, idealerweise natürlich auch Standplätze für Angler. Direkt vorne am Wasser. Hier sind sie alle kräftig am Angeln. Ob man hier auch was fängt, kann ich nicht sagen. Angeln ist sowieso irgendwie nichts für mich. Bin ein bisschen zu langweilig. Ich brauche meistens ein bisschen Action.
Was? Da gehe ich lieber ins Fischgeschäft und esse den fertigen Fisch. Richtig herrlich ist es natürlich überhaupt die Gegend hier, wenn man das so sieht. Wir sind hier genau in so einem Tal. Haben wir natürlich vorhin auch gemerkt, wenn es windig ist, dann ist es hier irgendwie besonders windig. Aber herrlich gelegen und bei Windstille absolut ruhig hier. Ja, da vorne sieht man auch unseren Campino stehen. Mit dem Frontscheibenbanner. Sieht schon irgendwie cool aus. Jedenfalls nach unserem Geschmack. Da hinten sieht man auch so schön die Sonne, die jetzt links von uns hinterm Berg untergeht. Ja, man sieht hier auch sofort, dass die Ferien schon vorbei sind. Es ist zwar Wochenende und es ist einigermaßen voll. Aber es sind eigentlich nur die Plätze vorne am Wasser voll. Die restlichen Wiesen hier, wie man sieht, alle noch leer. Natürlich sind diese Wiesen natürlich ideal für irgendwelche Clubtreffen, Facebook-Gruppentreffen. Riesengroß, muss man natürlich vorher anmelden, aber hier ist natürlich Platz, jede Menge Platz. Strom, Wasser sowieso. Ist halt Campingplatz. Jede Annehmlichkeit ist vorhanden. Ja, wie man vielleicht auch hört, Hunde sind auch erlaubt. Da unten befindet sich ein Fußballplatz für die Kids. Am Ende des Campingplatzes ist ein großer Spielplatz. Ja, was man sonst noch dazu sagen kann, der Preis für diesen Campingplatz ist auch wirklich günstig. Wir bezahlen jetzt 18 Euro die Nacht plus Strom, aber im Endeffekt ist es nicht viel mehr, als mancher Stellplatz verlangt. Party auf der Weser. Mit Fahrradfahren, mit Floß. Und hoch die Flaschen. Tja, ab heute können wir dich Rita Münchhausen nennen. Baronin Rita von Münchhausen. Angelogen hast du mich ja schon öfter. Ja, das ist der Spielplatz, der Baron Münchhausen Spielplatz für die Kids. Ja, unser Baron beim Wasserskifahren. Ja, und was ist, wäre Bodenwerder ohne Münchhausen? Wahrscheinlich eine kleine Stadt, die niemand kennen würde. Hier sieht man jetzt das Münchhausen Museum. Ja, der Baron von Münchhausen hat ja nicht nur erzählt, dass er auf der Kanonenkugel geritten ist, sondern auch, dass ihn hier die Schwäne übers Wasser gezogen haben. Wahrscheinlich hat er damit rüberbringen wollen, dass er Wasserski erfunden hat.